Er war einer der rätselhaftesten Diktatoren Europas, Francisco Franco. Sein dunkles Erbe lastet noch immer auf Spanien. Sein Regime hat bis heute enorme Auswirkungen. Ein blutiger Bürgerkrieg macht ihn zum Alleinherrscher. Danach kämpft er mit allen Mitteln um den Machterhalt. Er hielt sich für den Retter Spaniens. Franco will nicht von der Macht lassen. Bis zuletzt hält er an ihr fest. Als der Despot 1975 stirbt, hinterlässt er ein gespaltenes Land und nimmt viele Geheimnisse mit ins Grab. Nach langem Stillstand erlebt auch Spanien in den 50er Jahren wirtschaftlichen Aufschwung. Angekurbelt durch Geld aus dem Ausland. Francos außenpolitische Erfolge eröffnen neue Perspektiven und zementieren seine Macht. Der Diktator regiert wie ein Monarch. Als Kulisse dient ihm der alte Königspalast El Pardo, wo er sich selbstbewusst und unnahbar in Szene setzt. Sehr zum Ärger des spanischen Königshauses. Alfonso XIII. War in den Unruhen vor dem Bürgerkrieg ins Exil gegangen. Seit dessen Tod erhebt Sohn Juan Anspruch auf den Thron. Von seinem Wohnsitz in Portugal aus pocht er auf ein altes Versprechen Francos: die Rückkehr zur Monarchie. Franco hatte nie vor, die Monarchie wieder einzuführen, denn sie hätte seine Macht geschmälert. Aber um die Monarchisten glücklich zu machen, erklärte er Spanien 1947 per Gesetz wieder offiziell zum Königreich. Ein Königreich ohne König, das von Francisco Franco regiert wurde. Doch Don Juan sichert seiner Familie eine Perspektive für die Zukunft. 1948 stimmt er zu, seinen Sohn Juan Carlos zu Franco zu schicken. Er selbst scheidet wegen seiner liberalen Ansichten als Nachfolger aus. Im Grunde sagt Franco zu Don Juan: Wenn du willst, dass deine Familie jemals zurückkommt und den Thron besteigt, dann gib mir deinen Sohn und lass ihn mich nach meinen Vorstellungen ausbilden. Franco nimmt Juan Carlos unter seine Fittiche. Den nötigen Drill bekommt er auf Eliteschulen und Militärakademien. Für den Diktator ist der Prinz eine Art Faustpfand. Er schützt ihn vor voreiligen Ansprüchen des Königshauses. Franco hält seinen Herrschaftsanspruch für unanfechtbar. Aber die spanische Gesellschaft verändert sich. Das Regime steht vor neuen Herausforderungen. Es musste erst die Zeit für eine neue Generation kommen. Und das waren wir, die während des Bürgerkrieges geboren waren. Wir waren nicht vom Terror gezeichnet, hatten nicht die Repression während des Krieges und danach erlebt. Darum waren wir mutiger. 1956 wird die Universität von Madrid zum ersten Schauplatz von Unruhen. Die Studenten fordern Freiheit und Demokratie. Für den Diktator grenzt das an Vatermord. Denn die Protestler entstammen genau der Oberschicht, die er stets begünstigt hat. Eine Demokratisierung wollten wir haben. Einfach demokratische Parteien und so weiter. Da hat man einfach keine konkrete Vorstellung. Man wollte einfach ein normales demokratisches Land, so wie Frankreich, Deutschland nach dem Krieg oder Italien. Doch an den Unis hat eigentlich die faschistische Partei das Sagen. Franco setzt seine Phalangisten gezielt dazu ein, auch das akademische Leben zu kontrollieren.
Sie teilen sein Misstrauen gegenüber Hochschulen. Die gelten als potenzielle Brutstätte für gefährliches linkes Gedankengut. Der Protest der Studenten in Madrid soll schnellstens beendet werden. Wenn nötig, mit Gewalt. Aus Angst, der Protest könnte noch größer werden, besetzte die Falange die Universität. Als ich dort ankam, war alles voller bewaffneter Faschisten in Uniform. Die ganze Uni war besetzt. Wir saßen im Hörsaal und ab einem bestimmten Moment fingen die Falangisten an, auf uns Studenten einzuschlagen. Die Studenten wehrten sich. Es entwickelte sich eine richtige Schlacht. Tische und Stühle wurden zerschlagen. Mit den Stuhlbeinen gingen wir auf die Falangisten los. Die Uni wurde komplett auseinandergenommen. Der Widerstand lässt sich nicht von heute auf morgen ersticken. An den Universitäten bildet sich aus ehemals verfeindeten Lagern ein breites Bündnis gegen Franco. Weil die Polizei Order hat, Folter und politische Morde zurückzufahren, wächst in der Arbeiterschaft wieder der Mut zur Gegenwehr. Francos Inflationspolitik trifft die einfachen Spanier dramatisch. Jeden Tag steigen die Preise. Die Löhne bleiben gleich. 1956 kommt es in mehreren Industriezentren zu Streiks. Das Regime bekommt den Zorn der Massen zu spüren. Doch die Streikenden und die Demonstranten stehen nicht für alle Spanier. Viele sind noch immer Frankisten. Jahre Krieg und Gewaltherrschaft haben tiefe Spuren hinterlassen. Millionen Spanier haben sich mit dem Regime arrangiert und glauben nicht an ein schnelles Ende der Diktatur. Man hat natürlich nach dem spanischen-amerikanischen Vertrag auch gedacht, das wird das schwierig sein. Solange die Amerikaner Franco unterstützen, wird einfach das Regime sich nicht so demokratisieren, wie viele Leute in Spanien möchten. Insofern, die Spanier haben sich mit dem alltäglichen Leben einfach befasst, anstatt politisch zu denken. Eine willkommene Zerstreuung ist für viele der Fußball. Euphorisch feiern sie Mitte der 50er die internationalen Erfolge von Barcelona und Real Madrid. Das emotionale Sporterlebnis eint die Nation. Auf dem Rasen gibt es Siege und Niederlagen, auf die der Staat keinen Einfluss hat. Für viele Spanier zählt der heimische Verein mehr als die große Politik. Was ich immer fasziniert fand, das war das, dass egal in welcher Gegend in Spanien, der jeder gesagt hat, pass auf, das Wichtigste im Leben eines Mannes ist, Präsident des örtlichen Fußballvereins zu sein. Francos Propaganda erkennt schnell das Potenzial und sucht die Nähe zu den spanischen Topclubs. Ihre Siege sollen auch Francos Siege sein. Erfolge, in denen sich der Caudillo sonnen kann. Auch im Ausland nutzt die Diktatur den weltweit beliebten Fußballsport, um ihr Image aufzupolieren. Du standest in der Zeit überall. Du spielst bei Real Madrid, bist erfolgreich, gewinnst die Meisterschaft. Ihr seid die Besten, die Größten, die Wichtigsten. Wir haben ja auch Real Madrid repräsentiert. Und ob du es wolltest als Ausländer oder nicht, du hast damit auch Spanien repräsentiert. Und es gab natürlich ein ganz klares Diktum, wie du dich zu verhalten hattest. Doch die schönen Siege auf dem grünen Rasen können die Wirtschaftsprobleme auf Dauer nicht verschleiern. Nach dem Aufschwung Anfang der 50er Jahre kommt gegen Ende des Jahrzehnts die nächste Krise. Francos Inflationspolitik lässt die Preise explodieren. Die drohende Verarmung trifft nicht mehr nur die Unterschicht. Das halbe Land ist betroffen. Franco muss die Versorgung in den Griff bekommen. Auch wenn das bedeutet, dass Spanien immer tiefer in die Schuldenfalle rutscht. Das Land muss teure Industriegüter, etwa aus Deutschland, importieren.
Im Gegenzug kann es aber nicht viel mehr als Zitrusfrüchte anbieten. Immer neue Kredite müssen her. Und irgendwann droht der Staatsbankrott. Es gab keine Möglichkeit, an Devisen zu kommen. Und keine Alternative. Die Falange? Mit der Autarkie weitermachen? Nein. Franco steht das Wasser bis zum Hals. Wenn die Diktatur überleben will, muss sie Reformen zulassen. ...1957 greift der Diktator durch und tauscht 12 von 18 Ministern aus. Erstmals besetzt er die Kabinettsposten jetzt nicht mit Günstlingen, sondern mit Fachleuten. Franco ist 65. Da gehen die meisten Menschen in Rente. Die Dinge haben sich verändert und Franco ist nicht mehr in der Lage, eine solche Gesellschaft zu führen. Er braucht für diese Arbeit Technokraten und Experten. Die neuen Minister haben einen radikalen Plan. Sie wollen den spanischen Markt für das Ausland öffnen, damit sich die Wirtschaft endlich entwickeln kann. Das soll den Lebensstandard verbessern und den Protest zum Schweigen bringen. Viele der Reformer entstammen dem Opus Dei, einer Laienorganisation der katholischen Kirche, deren Mitglieder als besonders verschwiegen gelten. In Spanien ist das Opus Dei besonders stark. Seit Beginn der 1950er Jahre bekleiden mit Francos Duldung immer mehr Opus-Mitglieder Schlüsselpositionen in Regierung und Gesellschaft. In eigenen Bildungseinrichtungen trainiert die Katholikentruppe junge Leute für Führungsaufgaben und vermittelt ein elitäres Weltbild. Das Opus Dei steht voll hinter Francos konservativ-christlichem Kurs. Die geplanten Reformen sind rein wirtschaftlich. Sie sollen vor allem dem Erhalt der Diktatur dienen. Dennoch kostet es die frommen Männer einige Mühe, Franco von ihrem Plan zu überzeugen. Man machte ihm klar, dass er nicht mehr in seinem Auto fahren könne, weil es einfach kein Benzin mehr gab in diesem Land, weil es keinen Nachschub mehr gab, dass die politischen Unruhen zunehmen würden, weil die Bevölkerung immer unzufriedener war. Erst dann war er auch bereit, wirtschaftlich eine Änderung zu akzeptieren. Unterstützt hat er sie eigentlich nie. Treibende Kraft der Reform ist ein langjähriger, loyaler Mitstreiter Francos. Admiral Carrero Blanco. Der Katholik hat dem Opus Dei den Weg in die Führungszirkel des Regimes geebnet. Bisher ist das spanische Regime ganz auf das Oberhaupt, den Caudillo Franco, ausgerichtet. Das macht es verwundbar. Carreros Technokraten denken nun in die Zukunft. Wer soll Franco einmal beerben? Prinz Juan Carlos gilt für sie nur als einer von mehreren Kandidaten. Dessen liberaler Vater, Don Juan, könnte schlechten Einfluss auf den Jungen nehmen. Auch Franco zweifelt deshalb an Juan Carlos' Loyalität. Kann er seinem Zögling wirklich trauen? Franco geht auf die 70 zu, was Spekulationen über seine Nachfolge befeuert. Ins öffentliche Blickfeld tritt auch die Familie des Diktators. Als Francos Tochter Carmencita einen Jungen zur Welt bringt, scheint das Rennen um den Thron wieder völlig offen. Franco selbst hüllt sich in Schweigen. Die Reformer vom Opus Dei wissen, dass die Zukunft des Regimes auch von ihrem Erfolg abhängt. Nur ein Ende der wirtschaftlichen Not kann den Freiheitsdrang und den Widerstandsgeist der Spanier brechen. Doch die Öffnung des Marktes führt zunächst zu einer Verschärfung der Krise. Für viele wird es noch schwerer, die Familie zu ernähren. Leidtragende sind wieder vor allem Arbeiter und Kleinunternehmer. Abertausende verlieren ihre Jobs.
Viele Betriebe sind plötzlich unrentabel und müssen schließen. Deswegen muss jetzt zeitgleich bedacht werden, dass mit diesen arbeitslos gewordenen Menschen, die einen potenziellen Unruhefaktor darstellten, etwas geschehen musste. Und die historische Koinzidenz wollte es, dass es gerade die Jahre des ökonomischen Aufschwungs im restlichen Europa waren. Fast in ganz Europa boomt die Industrie. Außer auf der Iberischen Halbinsel. Spanien hat den Anschluss an das westeuropäische Wirtschaftswunder verpasst. In dieser Situation entdeckt Franco einen neuen Exportartikel: Arbeitskräfte. Zielländer der spanischen Jobmigranten sind vor allem die Schweiz, Westdeutschland und Frankreich. Auch Großbritannien und die Benelux-Länder nehmen sogenannte Gastarbeiter auf. Fast 1,5 Millionen Spanier verlassen ihre Heimat in den 1960er Jahren. Ein historischer Höchstwert. Die junge Bundesrepublik reagiert auf Anfragen des Franco-Staates zunächst verhalten und setzt lieber auf Arbeiter aus Italien. Erst Anfang 1960 schließt die Bonner Regierung auch mit Spanien ein Anwerberabkommen. In Köln richteten sich unsere Kameras auf zwei Sonderzüge mit mehr als 1100 spanischen und portugiesischen Gastarbeitern. Wie kein anderes europäisches Industrieland ist die Bundesrepublik mit ihren mehr als 600.000 freien Stellen auf sie angewiesen. Auf der Flucht vor der Not in der Heimat zieht es vor allem junge Leute in die Ferne. Viele hoffen, bald wieder zurückkehren zu können. Die meisten kamen aus Dörfern in der Extremadura oder aus Andalusien. Fleißige Leute. Sie konnten gut arbeiten und lebten sehr einfach. Sie wollten mit dem gesparten Geld schnell zurück nach Spanien. Denn sie hatten ihre Familien und Kinder zurückgelassen. Das war hart. Die meisten Gastarbeiter haben kaum Kontakt zur deutschen Bevölkerung. Doch das Leben in einer Demokratie wird eine prägende Erfahrung. Vor allem junge Leute gingen damals ins Ausland. Sie hatten überhaupt keine Ahnung von Politik. Doch in Frankreich oder in Deutschland erlebten sie dann eine komplett andere Realität. Es gab Gewerkschaften und Parteien. Sie traten beispielsweise in die CGT ein. Sie machten freiheitliche Erfahrungen und bildeten sich als Aktivisten aus. Dann gingen sie zurück nach Spanien und wurden dort oft zu wichtigen Persönlichkeiten im Arbeiterkampf. Ihre Politisierung hatten sie in Deutschland, in der Schweiz oder in Frankreich erfahren. Das Geld der Gastarbeiter ist in Francos Spanien sehr willkommen. Doch ihre Erfahrungen mit den Freiheiten des Westens können gefährlich werden. Franco setzt auf Patriotismus. Die spanische Regierung schickte Showgruppen, etwa zu Heiligabend, an Orte in Deutschland, wo viele Spanier lebten, wie ein kleines spanisches Fest. Damit wollten sie sich einschmeicheln, denn die Spanier schickten eine Menge Geld nach Hause und halfen Spanien so aus der Wirtschaftskrise. Allein in den 60er Jahren überweisen die Gastarbeiter umgerechnet knapp 26,5 Milliarden Euro nach Spanien. Das sorgt für frisches Kapital und frischen Wind. Der
Das Ende des Protektionismus macht sich endlich bezahlt. Spanien bekommt mehr Kredite aus dem Ausland und erzielt auch selbst mehr eigene Einnahmen. Devisen bringt vor allem der Tourismus. Seit Ende der 50er Jahre kommen Sommer für Sommer immer mehr Ausländer zum Urlaub an Spaniens Stränden. Der Tourismus ist der mit Abstand stärkste Wachstumssektor. Viele Deutsche entdecken schon damals ihre Lieblingsinsel, Mallorca. Beim Aufbau des Ferienparadieses gibt es allerdings auch fragwürdige Helfer. Ich war verwundert, als ich zum ersten Mal 1956 im Herbst nach Mallorca kam. Es wurde dort nicht Spanisch gesprochen oder Englisch oder Französisch, sondern Flämisch. Den Erzählungen meiner Kollegen nach muss es sich hier um ehemalige Soldaten der flämischen SS-Divisionen gehandelt haben, einige wenige, die rechtzeitig noch vor Kriegsende nach Spanien geflohen waren, haben dort eine Agentur aufgemacht, die aber so präzise und so seriös und genau arbeitete, dass also die Spanier nur davon lernen konnten. Urlaub in einer Diktatur. Für viele kein Problem. Es war ja damals sein Tourismusminister Fraga Iribarne, der jenes berühmt gewordene Motto in die Welt setzte: España es diferente. Spanien ist anders. Er wollte das romantische Klischee damit wieder wachwecken. Im Übrigen hat es auch eine politische Nebenbedeutung, nämlich wir sind anders in jeglicher Hinsicht. Wir haben auch ein anderes politisches System. Aber das müsst ihr eben akzeptieren, wenn er zu uns kommt. Ja? Doch die vielen lebensfrohen Bikini-Mädchen bringen ganz eigene Gefahren mit sich. Während die Wirtschaftsreformer immer mehr Touristen anlocken, fürchtet das Regime den Verfall traditioneller Werte. Überwachung wird angeordnet. Man sah häufig die Guardia Civil, die konnte man an den großen Hüten entdecken, die also so quer auf dem Kopf saßen. Und die achteten anfangs, als ich da war, sehr genau, was am Strand passierte. Also irgendwie knutschen, küssen und so weiter, das war lebensgefährlich damals. Und das ging aber im Laufe der Zeit nach und nach zurück. Je mehr Touristen kamen, umso mehr, das habe ich selbst häufig gesehen, haben die weggeguckt und haben sich dann nicht mehr drum gekümmert. Hauptsache Sonne und Spaß. Francos Gefängnisse stören die meisten Touristen kaum. Jeder zweite deutsche Flugtourist hat oder hatte in diesem Sommer ein Ticket für Mallorca in der Tasche. An manchen Tagen bringen annähernd 100 Charter- oder Linienmaschinen 10.000 Touristen auf die Sonneninsel. Dank günstiger Pauschalangebote wird ein Flug in den Süden für immer mehr Urlauber erschwinglich. Ja. 1960 kommen schon 6 Millionen Touristen pro Jahr. Und der Boom reißt nicht ab. Das Regime muss reagieren. Am Mittelmeer werden die Hotelbetten knapp. Die Folgejahre brechen alle Rekorde. Bis 1975 haben sich die Touristenzahlen verfünffacht. Auf 30 Millionen Besucher pro Jahr. Angesichts dieses Geldsegens lässt Franco dem Tourismus weitgehend freie Bahn. Die Folge ist der unkontrollierte Bau hässlicher Bettenburgen. Nicht schön für Naturfreunde, für Spaniens Ökonomen aber schon. Jetzt wuchs tatsächlich die spanische Wirtschaft in einer Weise, wie es also einzigartig im 20. Jahrhundert gewesen war. So ein Durchschnitt von ungefähr 7% konnte damals pro Jahr erreicht werden. Das war eine der höchsten Wachstumsraten in der ganzen Welt. Endlich ist es da, das spanische Wirtschaftswunder.
Auf der Straße wird der Seat 600 zum Symbol des Aufschwungs. Nach jahrelangen Entbehrungen atmen die Menschen auf. Wir haben es geschafft. Das gab das Regime natürlich als Francos Leistung aus. Der gütige Großvater machte seine Spanier glücklich. Dass Franco eigentlich gegen die wirtschaftliche Öffnung war, längst vergessen. Die Staatsmedien feiern ihn und den Aufschwung. Haben die Männer vom Opus Dei ihr Ziel erreicht? Ist die Kritik am Regime durch wachsenden Wohlstand verstummt? Der greise Despot jedenfalls fühlt sich unantastbar. Die Niederungen der Alltagspolitik überlässt Franco jetzt immer häufiger seinen Ministern. Vor allem Luis Carrero Blanco. Seit 1967 regiert eigentlich der Vizepräsident das Land. Ab da ist Franco nur noch ein symbolischer Staatschef. Er verbringt viel Zeit auf der Jagd und beim Fischen. Und vor allem mit Fernsehen. Er besitzt 17 Fernseher. Die Propaganda verschweigt Francos exzessiven Fernsehkonsum. Stattdessen setzt man bildreich seine Erfolge bei Jagd und Fischfang in Szene. Der ergraute Caudillo ist inzwischen über 70 und er gefällt sich zusehends in der Rolle des Großvaters der Nation. Doch die Fassade bröckelt. Durch Brot und Spiele wollen sich viele Spanier nicht länger ruhig stellen lassen. Auch nicht durch die Angst vor der Staatsmacht. Das Vorbild der florierenden Demokratien im Ausland weckt immer mehr die Sehnsucht nach Freiheit. Dem alternden Diktator entgleitet allmählich die Kontrolle. Die spanische Gesellschaft verändert sich. Vor allem junge Menschen begehren auf. Sie fordern jetzt nicht mehr nur wirtschaftliche, sondern auch politische Reformen. Mitte der 60er Jahre radikalisiert sich der Kampf gegen Francos Regime. Spaniens Jugend verliert die Geduld. Fast täglich gehen Menschen auf die Straße. Seit den ersten Unruhen Mitte der 1950er Jahre sind die Proteste nie ganz abgeebbt. Doch erst 10 Jahre später wird daraus eine Massenbewegung. Das ermutigte damals auch ältere Menschen, mitzumachen und sich zu organisieren. Von da an entstanden viele einzelne Organisationen, sowohl auf Initiative von Bürgerrechtlern als auch Parteien der unterschiedlichsten Ideologien. Jetzt wurde unser Kampf sichtbar. Besondere Aufmerksamkeit finden die radikalen Aktionen der ETA. Die baskische Untergrundorganisation kämpft seit Jahren für mehr Selbstbestimmung. Franco hat sie Katalanen und Basken stets verwehrt. 1967 verübt die ETA erste Bombenanschläge. Bald folgen politische Morde. Die ETA fand zu der Zeit breitere Akzeptanz als später, als die Demokratie da war. Auch wenn die Menschen nicht direkt mit ihr sympathisierten, aber zumindest die Antifrankisten brachten ihr damals wohl schon Bewunderung entgegen. Im Arbeitermilieu wenden sich sogar Kirchenleute gegen das Regime. Schon länger unterstützen Arbeiterpriester die Streikenden. Jetzt üben Bischöfe offen Kritik an der Diktatur. Die Fronten verhärten sich. Franco lässt jetzt sogar Geistliche verhaften. Die Kirche zu verärgern, das kann sich der Diktator eigentlich nicht erlauben.
Von allen Seiten kommen jetzt Kritik und Protest. Die alten Feindbilder und Verschwörungstheorien. Sie wirken nur noch bei eingefleischten Anhängern. Immer drängender stellt sich jetzt in Spanien die Frage, wer folgt auf Francisco Franco? Im Juli 1969 dann die ersehnte Ansprache. Mehr als 20 Jahre lang hat das ganze Land über unterschiedliche Kandidaten spekuliert. Jetzt lüftet der Caudillo sein Geheimnis und bestimmt Juan Carlos zu seinem Thronerben. Spanien atmet auf. Juan Carlos ist nur König, weil Franco ihn dazu ernannt hat. Franco hat damit die rechtmäßige Erbfolge der spanischen Könige gebrochen. Er zeigt damit, dass er mächtiger ist als jeder König. Der 31-jährige Juan Carlos schwört dem Staatschef seine Treue. Für den Nachfahren der Bourbonenkönige wird der neue Titel Prinz von Spanien geschaffen. Im Regime hält man weiter ein waches Auge auf Juan Carlos. Enge Berater, insbesondere die Gruppe um Francos Gattin, wollen sichergehen, dass es keine Demokratisierung geben wird. Sie sagen zu Franco, pass auf mit diesem Juan Carlos. Man kann ihm nicht trauen. Francos Frau Carmen gilt als Zentrum der weit verzweigten Vetternwirtschaft. Sie und die Günstlinge der Franco-Familie fürchten den Verlust ihrer Privilegien. Franco glaubt, den jungen Juan Carlos unter Kontrolle zu haben. Denn er stellt ihm Luis Carrero als Regierungschef zur Seite. Der erfahrene Hardliner erledigt jetzt auch offiziell das politische Alltagsgeschäft und steht fest hinter dem Franquismus. Franco ist überzeugt, sein politisches Erbe ist gesichert. Auch wenn das Regime auf die Probleme der Gegenwart offenkundig keine Lösung findet. Zu demokratischen Reformen ist der Diktator nicht bereit. Er setzt wieder mehr auf alte Methoden. Terror und Gewalt. Eine Demonstration bestand bei uns oft nur daraus, dass wir auf der Straße kurz einige Parolen riefen und dann schnell flüchteten. Denn 2 Sekunden später war die Polizei da und schoss. Und sie schoss, um zu töten. Während im Rest Europas die 68er-Generation fröhlich den Aufbruch wagt, verschwinden in Spanien weiter spurlos Menschen. Ich habe in dieser Zeit, die ich noch Franco leben konnte oder musste, viel erlebt, was mit Entführungen, mit dem Verschwinden von Verwandten oder Bekannten, Freunden, irgendwelche Spieler bei uns zusammenhing. Wir hatten ja Spieler aus ganz Spanien. Und egal, wo einer herkam, überall ist irgendwas passiert in der Richtung. Doch immer häufiger dringen Informationen aus den Folterkellern des Regimes an die Öffentlichkeit. Ein Wendepunkt ist der Prozess von Burgos. 1970 stehen dort 16 ETA-Kämpfer vor dem Militärgericht. Ihnen droht die Todesstrafe. Eine Protestwelle bricht los. Im Ausland, aber auch in Spanien. Der Prozess von Burgos wirkt sich aus wie ein Katalysator, um den sich die Unzufriedenheit kristallisiert, mit der zahllose Spanier, die bisher keineswegs zur Opposition gerechnet werden mussten, die Regierungspolitik der letzten 1,5 Jahre verfolgen. Wie lange kann sich die Diktatur noch halten? Die Pyrenäer war nicht 3000 Meter hoch, wie sie sind, sondern 10.000 Meter. Was dahinter stattfand, das war immer dasselbe. In diesem Sinn war Iberien ein bisschen verachtet.
Da war immer Franco und immer das Gleiche. Und 70, die Prozesse von Burgos, brachten die ganze Problematik erstmals vor der Weltöffentlichkeit auf den Tisch. Die Urteile lösen weltweiten Protest aus. Alle Angeklagten sollen hingerichtet werden. Francos Gewaltregime will ein Exempel statuieren. Doch der internationale Druck wächst. Sogar der Papst schaltet sich ein. Wenige Tage später lenkt Franco ein und wandelt die Todesurteile in Haftstrafen um. Um ihn vor Gesichtsverlust zu bewahren, verkauft die Propaganda Francos Entscheidung als einen Akt der Stärke. Er habe ausnahmsweise Milde walten lassen. Das war auf gesellschaftlicher Ebene ein ziemlicher Erfolg. Und er motivierte uns zu probieren, was wir noch erreichen könnten. Die Opposition sieht ihre Zeit gekommen. Franco baut gesundheitlich zusehends ab. Er ist an Parkinson erkrankt. Seine Gebrechlichkeit lässt sich kaum noch verbergen. Francos Getreue haben alle Vorkehrungen getroffen, damit das Regime dessen Tod überleben kann. Doch an einem Dezembermorgen 1973 werden Francos Pläne zunichte gemacht. Sein treuer Vize Carrero stirbt bei einem Attentat der ETA. Auf der Rückfahrt vom Gottesdienst wird sein Wagen von einer Bombe meterhoch durch die Luft geschleudert. Es war Angst. Was geschieht jetzt? Was mir im Gedächtnis bleibt, ist die plötzliche Stille in der Stadt. Jeder zog sich zurück und wartete ab. Denn sowas hatte man tatsächlich nicht erwartet. Der Diktator ist tief getroffen und trauert um seinen langjährigen Wegbegleiter. Mit Carrero ist eine Säule des Frankismus weggebrochen. Ich glaube, das Attentat hat Francos Sterben möglicherweise noch beschleunigt. So, als habe er danach aufgegeben. Ihm wurde klar, dass die Dinge nach seinem Tod nicht dieselben sein würden. Das entstandene Machtvakuum muss schnell gefüllt werden. Francos Gattin übernimmt das Regiment. Schon seit Jugendzeiten gilt Carmen als die treibende Kraft hinter ihrem Mann. Kaum eine Entscheidung hat er gegen ihren Willen getroffen. Ein Name fiel und Franco fragte, wer ist das? Und sie sagte, aber Paco, das ist der Mann, den wir zum Außenminister gemacht haben. Keine Frage, sie hatte großen Einfluss auf ihn. Carmen Polo macht da weiter, wo der ermordete Carrero aufgehört hat. Ihre Regierungsmannschaft garantiert einen harten Kurs, auch nach Francos Tod. Mit ihrer Hilfe gewinnen die Ultrakonservativen den internen Machtkampf. Die Gewalt gegen Kritiker nimmt extreme Formen an. Und doch scheint den Verfolgten ein politischer Neuanfang zum Greifen nah. Franco spielt Golf. Während 1974 mit Portugal und Griechenland zwei weitere Diktaturen Europas fallen, kommt von Spaniens Diktator keine Reaktion. Keine Reformen, keine Abdankung. Er ging über den Golfplatz. Er hat jeden Tag mindestens einmal von ihrem Balkon runtergewunken und hat irgendjemand begrüßt. Jeden Tag. Er war ständig präsent, um die Leute einzulullen, um eben auf diesem Weg zumindest für die Straße und auf der Straße Zeit zu gewinnen. Viele sind verunsichert. Brechen nach Francos Tod die alten Bürgerkriegsgräben wieder auf? Denn noch immer ist Spanien gespalten in tief verfeindete Lager.
Die Unterstützer hatten Angst vor dem, was nach Francos Tod passieren würde. Und die anderen warteten nur darauf, dass der alte Sack endlich stirbt. Am 39. Jahrestag der Machtübernahme mobilisiert das Regime noch einmal die Massen. Die große Geste nationaler Geschlossenheit soll auch Kritiker einschüchtern. Seit fast 4 Jahrzehnten setzt der Sieger des Bürgerkriegs immer wieder auf solche Inszenierungen. Er hatte eben keine alternativen Optionen. Er konnte keine Reformen durchführen, die dem Bedürfnis dieser Gesellschaft entgegengekommen wären, denn das hätte die Preisgabe seines gesamten politischen Lebenswerkes bedeutet. Und dazu war er nicht bereit. Wenige Wochen später erleidet Franco die erste von mehreren Herzattacken. Die Öffentlichkeit verfolgt sein langsames Sterben praktisch live. Wochenlang halten ihn die Ärzte künstlich am Leben. Bis zum 20. November 1975. Eine 500.000 Spanier erweisen dem Caudillo die letzte Ehre. Seine sterblichen Überreste werden im Valle de los Caídos, dem Tal der Gefallenen, bestattet. Franco hatte das Mausoleum schon vor Jahrzehnten für sich bauen lassen. Spanien und die Welt halten den Atem an. Was kommt jetzt? Wird mit Franco auch die Diktatur sterben? Nur 2 Tage nach Francos Tod wird Juan Carlos spanischer König und Staatsoberhaupt. Seine wichtigste Mission? Er muss eine Zukunft für Spanien und seine zerrissene Gesellschaft finden. Juan Carlos wird schon bald mit den Vorgaben seines Ziehvaters Franco brechen. Denn an Reformen führt kein Weg vorbei. Die bange Frage ist nur, wie weitreichend werden sie sein? Wie stark ist der junge König, auf dem alle Hoffnungen ruhen? Im Sommer 1977 erlebt Spanien nach mehr als 40 Jahren die ersten freien Wahlen. Mit Adolfo Suárez als Premierminister holt sich Juan Carlos einen wichtigen Mitstreiter ins Boot. Suárez ist ein ehemaliger Franco-Anhänger, der jetzt mit dem König schrittweise den Weg zu einer modernen Demokratie gehen will. Dann, am 23. Februar 1981, hängt Spaniens Zukunft plötzlich am seidenen Faden. Bewaffnete Putschisten aus Armee und Guardia Civil überfallen das Parlament. Noch in derselben Nacht stellt sich der König hinter die demokratisch gewählte Regierung. Er erteilt den Putschisten und dem politischen Erbe Francos eine klare Absage. Mancher hatte Juan Carlos wenig zugetraut. Doch in diesem einen Moment rettet er die Demokratie. Die meisten Spanier wollten nicht zurück in Bürgerkriegszeiten, sondern schnell in die Zukunft. Und Spaniens Modernisierung vollzog sich rasant, besonders in den 80ern. Eine enorme Leistung. Unter Francisco Franco erlebt Spanien die schwierigste Epoche seiner jüngeren Geschichte. Der Bürgerkrieg fordert 500.000 Menschenleben. Und Hunderttausende werden in den Jahrzehnten danach Opfer des Terrors. Fast 40 Jahre Franco haben tiefe Wunden hinterlassen. Viele Täter schweigen. Opfer finden kaum Gehör. Aufarbeitung und Versöhnung bleiben Aufgaben für Gegenwart und Zukunft.